Was lange währt, wird gut. So hieß es am Nachmittag des 10. August im Saal der Erzgebirgssparkasse. Der Spruch bezog sich auf ein bevorstehendes Sportereignis. Am 4. September findet der 12. Thumerwerfertag statt, entstanden in Eigenregie des LV90 Erzgebirge Thum. Dem Sportfreund im Erzgebirge werden dabei spannende und hochkarätige Wettkämpfe vor der eigenen Haustür geboten. Wettkampf mit wahrscheinlich über 15 Teilnehmern der Weltmeisterschaft. Das heißt also aus Peking die Platzierten, die ersten, zweiten, dritten und auch weitere Platzierte haben wir nach Thum geholt. Das gelingt dadurch, dass wir einfach Zürich und Berlin, also die Diamond League und das ISTAF sozusagen als Zwischenstation verbinden. Und sie werden eigentlich kaum einen Wettkampf im Werferbereich auf der Welt finden, der auf so eine Dichte zurückgreifen kann. Dieses gut besetzte Starterfeld ist für das Erzgebirge eine Sensation. Sensationell ist am Thumer Werfertag außerdem, wie nah die Zuschauer die Werfer auf kleinem Raum in Aktion erleben können. Das heißt, sie finden sich nicht in einem Zuschauerraum fernab vom Geschehen, sondern wie bei einer Tour de France zum Beispiel bilden die Zuschauer eine Gasse für den Speerwerfer oder halten sich auf am Sektor beim Kugelstoßen oder direkt am Netz vom Diskus, sodass sie noch nicht gefährdet sind, aber noch dicht genug dran, um also den absoluten Weltspitzensportlern da sozusagen beizuwohnen. Und das ist schon, finde ich, immer wieder ein Erlebnis, wenn man dann so 2,5 Meter Hünen mit 140 Kilo Nettogewicht dann also erlebt, wenn die dann explodieren. Und das ist, wie ich finde, das Besondere, was Thum den Wettkampf im Prinzip ausmacht. Der Star der Gastgeber ist natürlich Christina Schwanitz. Die Kugelstoßerin führt die Weltrangliste an und hat bei der WM in Peking die Chance, nach Gold zu greifen. Auch David Stoll ist nach wie vor in Thum ein gern gesehener Gast. Der 25-Jährige stößt sich auf über 22 Meter ein und dominiert damit den Kugelstoßring bei den Männern. Dank des hochkarätigen Starterfeldes wird den beiden Sympathieträgern das Siegen beim Thumer Werfertag sicher nicht leicht gemacht.